Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, wir wollten ja eigentlich das Fotoshooting machen, aber ich glaube, wir müssen mit der Frau hier weiterreden, dass es denn weitergeht. Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camelia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Luna Freya großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. So eine blöde Kuh. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Das wollte ich ja vorher schon. Von mir stammen. Das Gipfeltreffen zum Hotel Levy begeben. Okay, jetzt ist ein Hauptquest wieder aktiviert. Wir sollen zum Hotel. Ich denke mal, dass wir hier Hallo. Mit dem Bootsmann sprechen müssen. So, wo ist denn jetzt... Hotel Leville. Dann fahren wir los mit einer Gondel. Okay, die Fotoquest können wir später noch weitermachen. Aber jetzt momentan können wir halt kein Foto machen, weil es einfach zu spät ist und zu dunkel ist dafür. Das heißt, wir übernachten jetzt mal und machen dann später die Quest fertig. Dreißigste Folge schon, Leute. Es geht voran, würde ich sagen. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn es ein bisschen hart klingt, aber... Wie soll ich sagen? Es ist nicht schlecht, das Spiel, aber es... haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, muss ich sagen. Bis jetzt, es ist irgendwie noch ein bisschen... Es tröpfelt dahin, irgendwie. Also es... Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, boah... Heftig. Wie zum Beispiel im aktuellen Let's Play Horizon Zero Dawn. Das haut mich ja komplett weg, das Game. Aber hier bin ich noch ein bisschen so im Zwiespalt. Es könnte geil werden, ja. Es hat geile Elemente drin, aber es könnte auch, wenn es denn jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, vielleicht nicht so geil werden. Ich weiß es nicht. Jeder hat einen anderen Geschmack. Es ist, wie gesagt, es ist nur meine Einschätzung. Wie gesagt, jeder empfindet das Spiel anders. Und jeder hat... mag Spiele so, der eine mag so. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Also nicht, dass ihr euch hier auf den Schlips getreten fühlt. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, so 50-50, sage ich jetzt mal. Es könnte in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich weiß es nicht. Das werden wir aber noch sehen. Ich spiele es auf jeden Fall noch weiter. Wir sind jetzt schon im Kapitel 9 mittlerweile. Ich hoffe mal, dass es noch ein bisschen mehr Spannung aufnimmt. Das Ganze. Vielleicht durch so einen Bosskampf. Wie zum Beispiel Leviathan oder sowas. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es noch ein Bosskampf wird. Aber schauen wir mal. Das beste Beispiel zum Beispiel, was mir jetzt nicht so gefällt. Bestia beschwören. Final Fantasy 10, Final Fantasy 7, Final Fantasy X2. Da konnte man... jederzeit so eine Bestie beschwören. Und hier ist man, kann man sie nur beschwören, wenn man gewisse Elemente erfüllt, sag ich mal. Wenn man, die muss man halt irgendwie triggern, dass die halt auftauchen. Also. Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Man kann halt nicht auswählen, wie man beschwören will. Es tauchen halt kampfbedingt, sag ich mal, wie der Kampf verläuft, wo man sich befindet und so. Taucht halt eine bestimmte Bestie auf. Also man kann nicht sagen, hey, ich will jetzt den haben, hey, ich will jetzt den haben. Nee, es geht nicht. Es ist rein Zufallsprinzip und das ist, was mich ein bisschen stört, sag ich jetzt mal. Das ist nicht so geil gemacht. Aber egal. Die wollten dann vielleicht was Neues probieren und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber jetzt würde ich sagen, Kentiana, übernachten wir erstmal, wenn der erwählte wenn's denn geht. König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Umbra besitzt die Fähigkeit,
dich in Erinnerung zurückzuversetzen. Du erhältst die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte. Bei der Rückkehr kehren Mietschokobus automatisch zum Verleih zurück und die Rückkehr zur letzten Unterkunft bringt dich zurück zu Umbra. Okay, also wir können praktisch zurückreisen. Amulett der 24 Emissäre. Okay, zur Residenz des Premierministerin begeben. Blablabla. Premierministerin begeben. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Schauen wir nochmal auf die Karte. Okay, die ist da unten. Okay, sollen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal übernachten, würde ich sagen. Das kostet uns ja Spaß hier. Guten Tag. Was? 250 Gil. Umbra rufen. Umbra rufen? Was passiert? Umbra? Ines Lucius der Vergangenheit reisen. Nichts tun, Pfötchen geben lassen. Was machen wir einfach mal in die Vergangenheit reisen? Ich will schauen, was da passiert jetzt. Oh mein Gott, was ist denn das denn jetzt? Du hast nicht genügend Platz zum Speichern dieses Fotos. Lösche nicht mehr. Lösche nicht mehr belegte Aufnahmen aus deinem Album. Eher drei Promptus Fotos. Mhm, jetzt können wir die löschen praktisch. Dann löschen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob wir die löschen dürfen überhaupt. Wir löschen sie jetzt einfach mal. Weil es ja egal ist, glaube ich, oder? Ist es egal oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ob es egal ist oder nicht. Okay. Machen wir das. Speichern wir mal. Okay. Zurück. Ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Schokobos. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß gemacht jetzt. Dass wir auch wieder zurückkommen. Ich habe keinen Plan, Leute. Schokobus. Auf den Brücken eines Schokobus kommst du schneller voran als zu Fuß und erreichst außerdem Orte, die mit dem Regalia nicht zugänglich wären. Ja, das wissen wir doch schon. Wo sind wir jetzt? Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? In Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Nach Hammerhead begeben. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen muss, Leute. Okay, wo sind wir?
Wir sind hier unten. Wir müssen nach Hammerhead. Das Gipfeltreffen. Wir müssen aber hier weitermachen, oder? Ich habe keinen Plan. Das Gipfeltreffen. Nee. Ich mach's Licht. Komme ich denn jetzt wieder dahin? Okay. 10 Kilometer. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich habe keinen Plan. Müssen wir vielleicht zum Leuchtturm und dann wieder in das Boot einsteigen? Ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, wir können an einer Übernachtungsmöglichkeit wieder zurückkehren, oder? War das nicht so? Warte mal, hier einsteigen. Zum Dock. Zur Aussichtsplattform zum Dock. Machen wir das doch mal. Okay, jetzt fahren wir wieder runter. Ist natürlich suboptimal, sag ich mal, wenn wir jetzt die ganze Fahrt nochmal machen müssen. Okay, aber wir können auf jeden Fall wieder zurück in die andere. Zu der Karte, dass wir halt die anderen Quests machen können. Probieren wir jetzt einfach mal. Hier war auch das Schiff, oder? Können wir nicht einsteigen? Nö, wir können nicht einsteigen. Alter, wie kommen wir wieder zurück? Den Krieg haben sie gewonnen. Wozu also noch mehr, MI? Jetzt, wo du es sagst, irgendwie un... Okay, dann probieren wir doch mal. Bin ich. Dass wir irgendwie zu einer Schlafstelle oder so kommen. Zu einem Bett oder sowas. Wo wir übernachten können. Ich glaube, durchs Übernachten kommen wir dann auch wieder zurück. Zum Eingang. Sag jetzt nicht, dass ich ewig weit hin muss zum Bett oder sowas. Okay. Hier draußen ist das Stockfenster. Machen wir die Lichter an. Wir haben hier aber auch keine Übernachtungsmöglichkeit. Sagen hat hier. Hey du! Wollt man so ein Gemüse anbauen? Was? Nacht! Hör doch! Unser Feld ist fertig! Du, Nacht, willst du vielleicht auch was anbauen? Was denn zum Beispiel? Gemüse? Ihr könntet es als Proviant mitnehmen oder verkaufen. Und was muss ich tun? Ich gebe dir Saatgut. Kannst es ja mal ausprobieren. Karottenbau und Cam. Du kannst ab sofort Cam-Karotten auf ihres Feld anbauen. Da Noctis die Karotten auf den Tod nicht ausstehen kann, kann Ignis sie allerdings nicht zum Kochen verwenden. Selbst ist der Prinz. Saatgut sehen. Ich will nicht, ich will zu der Quest zurück. Was hat der hier? Na, alles klar? Ja, danke. Hm? Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet.
Ach so, ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Was? Vielen Dank, Prinz Noctis. Okay, kann man nirgends übernachten, oder? Gibt es Neuigkeiten? Oh, Alter. Leider nichts. Ha! Die Kaktorpose will man echt sofort nachmachen. Er ist also ein Kaktor. Sie ewig. Ah, da ist ein Bett. Okay, Unterkunft. Kleine Hütte im Käm. Fan. Du musst da mal hin zurückkehren. Oh. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Kann ich hier trotzdem übernachten, oder was? Jetzt muss ich mal schauen. Kann ich hier oben übernachten? Mei. Umbra rufen. Okay. Nichts tun. Wir übernachten jetzt trotzdem erstmal. Weil uns die Übernachtung halt hier nichts kostet, anscheinend. Genau, übernachten. Ja, die Wäsche übernehme ich. Danke. Und dann werden wir Umbra rufen. Alles klar, ich denke, ich habe es gecheckt, wie man das hier machen muss. Umständlich. Umständlich, sage ich nur. Na komm, muss ich es jetzt anschauen hier. Alles klar. So, und dann werden wir nochmal Umbra rufen und in die Gegenwart zurückkehren, weil jetzt sind wir in die Vergangenheit zurückgereist. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann auch wieder in der Stadt sind, in der Seestadt. So, gehen wir doch nochmal hoch. Und rufen in Umbra. Und in die Gegenwart zurückkehren. Genau. Wir speichern noch zwischendurch ab. Okay, ist natürlich jetzt wieder ein riesen Ladevorgang anscheinend. Weil doch ein riesen Gebiet neu geladen werden muss. Oder erneut geladen werden muss, sage ich so mal. Nicht neu. Nicht neu, sondern erneut. Alles klar.
So, es ist aber trotzdem jetzt hier 0 Uhr. Anscheinend hat es nichts gebracht mit der Tageszeit. Okay, es hilft nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es denn hier weitergeht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Andi.